Pferde. Alter, wie geil. Ich möchte ein Babypferd sein. Pam, du wusstest nicht, welches Pferd ich bin, ne? Weil er an dem Pferd Herde war. Haha, und ich bin richtig schnell gerade. Bam, Alter, du kriegst so Schläge. Okay, er hat sich geheilt, deswegen gehe ich jetzt schnell zurück. Werd das Schaf hier und stelle mich zum anderen Schaf. Bam, bam, und du kriegst wieder die Überraschungsfack rein. Bam. Hm. Guten Tag, wünsche ich Leute, und willkommen zur nächsten Folge der Ender Games Reloaded Serie. Diesmal spielen wir das Kit, was beim letzten Mal der Endgegner hatte, den wir in der letzten Folge hatten, nämlich das Chamäleon-Kit. Letztes Mal waren wir Vampir, falls ihr euch erinnert. Mit dem Peter haben wir die Runde gespielt und unser Endgegner war ein Chamäleon. Der hat sich die ganze Zeit in Schafe verwandelt und das fand ich so cool, da hatte ich irgendwie richtig Bock drauf, das auch zu machen. Deswegen bin ich auch ein Chamäleon. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was kann ein Chamäleon? Ansonsten nichts. Ein Chamäleon kann sich nur in Tiere verwandeln, also es sieht dann aus, also ich sehe dann zum Beispiel aus wie ein Schaf, ich sehe aus wie ein Schwein, je nachdem, was ich töte. Immer wenn ich irgendwas töte, in das Tier verwandle ich mich. Und sonst kann ich nichts. Das Hühnchen zum Beispiel, pam, jetzt sehe ich aus wie ein Hühnchen, steht auch in der Beschreibung. Wash, andere Spieler sehen dich als Chicken. So. Und hier sind so viele Chickens in diesem Wald, was natürlich nochmal ein sehr, sehr geiler Vorteil ist, denn so mehr Tiere an einem Fleck sind, desto besser kannst du dich darunter unter die Menge jubeln. Und keiner weiß, ob du jetzt wirklich ein Spieler bist oder ob du jetzt ein Chamäleon, also ob du jetzt ein Chamäleon bist oder ob du ein echtes Tier bist. Das ist natürlich mega nice. Ich habe heute meine Impfung bekommen und bin deswegen ein bisschen am Arsch. Da ist auch der Peter, der guckt mir gerade wieder zu, der kleine Spanner. So, und ich bin ein bisschen am Arsch wegen meiner Impfung. Ist mein Löwenkind-Pulli schon da? Ja, der ist angekommen heute. So. Okay, so, wir sind ein Hühnchen, wir haben ein Eisenschwert und wir haben ein bisschen Rüstung. Und der Spieler wusste nicht, dass wir das Hühnchen sind. Boah, und er hätte uns getötet, wenn wir nicht den ersten Schlag gehabt hätten durch die Verwirrung. Und jetzt müssen wir uns aber ganz schnell weg aus dem Stopp machen. Nein, da kommt der nächste Spieler. Und wenn wir jetzt nicht geport werden, dann sind wir im Arsch. Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh, da oben sind einige Tiere. Vielleicht können wir es schaffen, wenn wir irgendwie überleben hier. Dann können wir uns zu den Kühen stellen. Dann weiß keiner, dass wir es sind. Nein. Er weiß, dass wir eine Kuh sind. Er weiß es. Er hat uns genau beim Beobachten, beim Verwandeln beobachtet. Scheiße. Ihr müsst hier weg. Oh, er ist nicht hinter uns her. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh, wir sind, oh Gott, das war ein heftiger erster Kampf. Okay. Oh, shit. Oh, ich bin geportet worden. Okay, keiner weiß, dass ich eine Kuh bin hier. Niemand hat mich hier gesehen. Ah, so, erstmal gucken. Ich kann mir hier jetzt schon mal... Ah, nee, ist die. Halte ich mir noch ein bisschen auf, aber ich könnte mir schon mal einen Eisenbrustpanzer machen. Und dann bin ich schon mal besser gerüstet. Okay, da ist ein Spieler. Er weiß nicht, dass wir eine... Wir sind eine Kuh. Bam! Und der erste Schlag hatten wir wieder, denn er wusste nicht, dass wir die Kuh sind und da ist er tot. Wir hätten keine Chance gehabt, wenn dieser Spieler uns auf der freien Wildbahn gesehen hätte. Deswegen hauen wir es auch direkt ab und versuchen uns das nächste Tier zu schnappen. Denn wir haben halt gerade wieder wenig Leben. Aber wären wir jetzt nicht die Kuh gewesen, wären wir tot gewesen. Und durch die Kuh haben wir ihn getötet. Das ist so ein enormer Vorteil. Seht ihr, was ich meine? So. Okay, 7 Dias. Sehr perfekt, dass wir gewartet haben. Jetzt können wir uns nämlich eine Dia-Hose machen. Nice. So. Neben dem Schaf hier stehen wir. Wir sind auch ein Schaf und keiner weiß, dass wir es sind. Okay, 100 Blöcke Entfernung ist der nächste Gegner. Das ist alles entspannt. Okay, Goldapfel, mega gut. Bogen ist auch nice, okay. Der nächste Spieler ist immer noch weit weg. Müssen uns keine Sorgen machen. Und wir gehen weiter auf die Jagd. Der Überraschungseffekt, den müssen wir echt immer richtig geil ausnutzen. Ich bin ein bisschen überbelichtet. Das liegt am heutigen Licht. Tut mir leid, tut mir leid. Alles, was passiert, alles, was schief geht, das schiebe ich auf die Impfung. Ich wurde heute geimpft und das macht mich immer noch ziemlich fertig. Und alles, was passiert, schiebe ich auf diese Impfung. Okay, schnell das Schwert verzaubern und schnell den Bogen verzaubern. Und jetzt sind wir hier oben ein Schaf auf dem Berg. Okay, wir sind ein Schaf. Da unten ist auch ein Schaf, perfekt. So. Okay. So, nochmal kurz zur Sicherheit. Okay, wir sind ein Schaf.
Wir sind ein Schaf, 80 Blöcke Entfernung. Ist der nächste Gegner? Okay. Hier sind Kühe, deswegen verwandle ich mich jetzt in eine Kuh. Denn jetzt bin ich bei den Kühen und der nächste Gegner ist in 33 Blöcken. Wenn ich mich jetzt zu den Kühen hier stelle. Guck mal, er weiß jetzt nicht, welche Kuh ich bin. Ich kann jede Kuh sein. Siehst du das? Ich könnte jede Kuh sein. Plex, komm her. Oh, ich habe mit ihm getauscht, oder? Okay, er weiß jetzt genau, welche Kuh ich bin. Oh, aber ich habe ihn trotzdem gekillt, weil er hatte irgendwie keinen großen Vorteil. Ich gehe jetzt schnell wieder die nächste Kuh holen. So. Das war natürlich doof. Das war natürlich jetzt doof mit dem Tausch. Aber sonst wäre ich da oben bei den Kühen voll sicher gewesen. So. Eisenschuh brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Trank der Schnelligkeit kann ich gut gebrauchen, später. Ach, halt, Erfahrungsflächen. Ah, war dumm, es wegzuschmeißen. Aber ist egal, ich habe jetzt eh verzaubert. Meine Rüstung verzaubere ich jetzt erstmal nicht. Ja, ich habe jetzt... Ich habe so gutes Zeug. Ich gehe jetzt direkt zum nächsten. 200 Blöcke Entfernung, okay, das ist ziemlich weit. Es leben auch nicht mehr so viele. Ja, ich würde sagen, machen wir wieder einen auf Speed-Kuh. Und ab geht's. Aber ihr seht ja, das ist so krass. Der Überraschungseffekt ist so krass. Es gibt ja noch ein paar andere Kits, die einen Überraschungseffekt haben. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Kit, das sich unsichtbar machen kann, wenn es schleicht. Das braucht dann viel Hunger, aber es ist trotzdem krass. Hier. Oh, schnell Schaf. So, ich schaue jetzt zum anderen Schaf. Und wir sind in Sicherheit. Okay, wir sind 100 Blöcke entfernt. Ah, da ist eine Werkbank. Genau das wollte ich eigentlich, denn ich wollte mir nämlich Dia-Schuhe gerade machen. Haha. Nice. So. Wir stehen hier bei einem anderen Schaf. Das Problem ist, ich hasse es, irgendwo zu warten. Eigentlich ist das das Allerbeste, was du mit dem Kit machen kannst. Warten. Du stehst in der Tierherde und wartest, wartest, wartest. Aber ich hasse es, dass andere Leute auf mich zukommen. Ich bin dafür zu ungeduldig. Okay, da vorne ist ein Spieler. Er hat nicht gecheckt, dass ich das, er hat nicht gecheckt, dass ich das Huhn bin. Okay, und wenn ich jetzt mich in eine Kuh verwandle da vorne, dann checkt er es auch wieder nicht. Okay, welche Kuh bist du? Welche Kuh bin ich? Das weißt du nicht. Das weißt du nicht, mein Lieber. Bam! Und die Überraschungseffekt des Todes. Und da bist du in der Falle. So. Oh, nice. Schwein. Und ich bin ein Schwein. So, immer schön das Tier werden. Immer schön das Tier werden. Nicht vergessen. Der Typ hatte richtig gute Sachen. Die sind alle in diesem Wasserloch. Und im Wasserloch ist der nächste Spieler. Deswegen rennen wir jetzt ganz schnell zu dem Wasserloch hin. Und versuchen uns den Spieler schnell zu holen. Denn wenn er nicht da schnell genug rauskommt, ist er am Arsch. So, es leben noch drei Leute. Und wir sind ein Schwein. Ein Speedschwein. Pferde! Alter, wie geil. Ich möchte ein Babypferd sein. Pam, du wusstest nicht, welches Pferd ich bin, ne? Weil da eine Pferdherde war. Haha, und ich bin richtig schnell gerade. Bam, Alter, du kriegst so Schläge. Okay, er hat sich geheilt. Deswegen gehe ich jetzt schnell zurück. Werd das Schaf hier und stell mich zum anderen Schaf. Bam! Bam! Und du kriegst wieder die Überraschungseffekt rein. Bam! 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 Und das schwarze Schaf werden. Zack. So. Wir haben noch einen Gegner, der ist weit weg. Jetzt erstmal die Sachen von ihm gönnen. Alter, dieser Überraschungseffekt ist so gut. Ist zu gut. Schade, dass er seine Heiltränke verbraucht hat. Oh nein! Jetzt ist der Typ da bei den ganzen guten Sachen. Nein, das gibt's nicht. Das dürfen wir nicht zulassen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Aber der ist. Okay, was brauchen wir? Wir nehmen jetzt alles, was wir brauchen. Wir nehmen jetzt den Goldapfel. Ziehen uns den Goldapfel rein, werfen den Trank der Schnelligkeit rein und rennen sofort los. Der Typ gönnt sich natürlich die ganzen Sachen jetzt. Bam! 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 Und das Schaf hier. Wir sind ein Schaf. Er weiß nicht, dass wir ein Schaf sind, oder? Ins Wasser zu gehen war natürlich jetzt dumm, mein Lieber. Ich glaube, dein Untergang ist damit besiegelt. Oh, er ist richtig am Arsch, denn da ist die Barriere. Das heißt, ich kann jetzt, ich habe freien Schuss jetzt auf ihn. Er kann nicht weiter weglaufen und er ist in die Barriere gelaufen. GG. Okay, Alter, wir haben richtig grasiert. Barriere war böse. Alter, wir haben richtig grasiert als Chameleon Kid. Das war ja mal nice. Ich bin ein Pferd. So, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Chameleon-Kit, also wenn man es richtig einsetzt und dich zu so einer Tierherde stellt oder so aus der Überraschung heraus angreift, ist es sau stark. Ja, es hat zwar keine Verstärkung, also
ihr habt ja gesehen, das Kit ist nicht irgendwie schneller oder stärker oder irgendwas, aber es hat halt diesen Überraschungseffekt. Und das ist so, ich habe es mehrmals jetzt gesagt, aber ich bin halt wirklich geflasht, wie stark das dann ist. Also, die sind immer an mir vorbeigelaufen, es war so geil. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt trotzdem eine Folge rausgeknallt, obwohl ich heute geimpft wurde und mega kaputt bin, aber dafür gibt es den Vlog erst morgen Mittag. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich ultra über den Daumen nach oben freuen. Und ja, wir sehen uns morgen bei der nächsten Endergames-Folge. Haut rein. Morgen gibt es übrigens bei Herr Bergmann wahrscheinlich nächste Folge der Endergames-Serie. Was laber ich? Von der YouTube-Schule. Heute gab es ja die erste Folge der YouTube-Schule seit Ewigkeiten. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch die YouTube-Schule an. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao.